Hallo, herzlich willkommen wieder oder neu auf meinem Kanal Deutsch lernen mit Maike. Heute schreiben wir wieder zusammen eine E-Mail für die DTZ B1 Prüfung von der Prüfungsfirma Gast. Das hier ist eine offizielle Prüfungstrainingsaufgabe von dieser Firma. Ich grüße ganz, ganz herzlich die Dame, die mich am Samstag in der Oper in Dortmund angesprochen hat und gefragt hat, sind Sie nicht YouTube-Lehrerin? Ich habe Ihre Videos gesehen. Also, herzliche Grüße. Ich freue mich immer sehr, wenn ich jemanden von euch da draußen in Real Life treffe und mich jemand anspricht. Jetzt geht's aber los. Aufgabe. Sie möchten einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Erste Hilfe, ihr seht auf dem Bild First Aid auf Englisch und die Situation. Es passiert ein Unfall und bevor der Arzt kommt, bevor ein Krankenwagen kommt, den ihr ruft, Ambulanz, sollte man wissen, was macht man. Wie kann man dem Verletzten schon helfen? Okay. Sie wollen also einen Erste-Hilfe-Kurs machen, aber Sie haben noch Fragen. Schreiben Sie eine E-Mail an Herrn Schmidt vom Weiterbildungszentrum. Das heißt die Schule, das Amt, die diesen Kurs anbieten und machen. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. Warum Sie einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchten, Ihre Erfahrungen, Experience, ja, hast du schon einen Kontakt gehabt zum medizinischen Tun? Gab es einmal eine Situation, wo du helfen musstest? Dauer, wie lange, wie viel Zeit und Termine des Kurses, Kosten, wie teuer? Wir starten mit unserer E-Mail. Und ich mache die E-Mail nicht ganz alleine, sondern ihr habt auch eine Aufgabe. Und du sollst die roten Wörter in den Text richtig einfügen. Dafür, wenn, als, aber, wie lange, wann, wie viel, da, weil. Schreiben Sie eine E-Mail an Herrn Schmidt vom Weiterbildungszentrum. Ja, und dann machen wir oben als Betreffzeile in der E-Mail an das Weiterbildungszentrum. Jetzt kommt die Anrede. Wir wissen, wir schreiben Herrn Schmidt. Es ist eine offizielle E-Mail an eine Behörde, an eine Schule und wir kennen Herrn Schmidt nicht persönlich oder nicht gut, also sagen wir im Deutschen Sie, wir siezen. Dritte Person Plural. Sehr geehrter Herr Schmidt. Sie möchten einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Warum Sie einen Erste-Hilfe-Kurs machen möchten. Ich möchte gern einen Erste-Hilfe-Kurs machen. Ich diesen für meinen Autoführerschein brauche. Ich werde bald beginnen, meinen Führerschein zu machen. Muss ich ein Erste-Hilfe-Zertifikat vorlegen? Wenn du jetzt überlegen möchtest, mach das Video doch kurz auf Stopp, denn wir lösen jetzt die Aufgabe. Ich möchte gern einen Erste-Hilfe-Kurs machen.
weil ich diesen für meinen Autoführerschein brauche. Die Frage war ja, warum möchten Sie den Kurs machen? Und da können wir das mit weil den Grund erklären, weil leitet immer einen Nebensatz ein. Das heißt, dass unser Verb brauche ganz am Ende vor dem Punkt ist. Wir haben im ersten Satz auch ein schönes Modalverb möchte. Und nach dem Modalverb kommt der Infinitiv, auch das Hauptverb machen, ganz ans Ende. Möchte auf 2, machen am Ende. Hauptsatz. Komma. Dann kommt die Erklärung der Nebensatz mit weil und das konjugierte Ende. Verb am Ende, ja, e für ich brauche. Ich werde bald beginnen, meinen Führerschein zu machen. Dafür muss ich ein Erste-Hilfe-Zertifikat vorlegen. Ja, hier oben hat man jetzt schon weil benutzt. Und dafür, hier haben wir das für was brauche ich das Erste-Hilfe-Zertifikat? Für den Führerschein, für die Führerscheinprüfung. Man will wissen, ob wenn ein Unfall passiert, was wir nicht hoffen mit dem Auto, dass ihr erstmal richtig reagieren könnt. Da für den Führerschein, für, that for. Ja? Und hier zeigen wir auch wieder schöne Grammatik und zwar Futur. Ja, ich werde, Future, auf Position 2, Hilfsverb Futur. Und da ist auch am Ende wieder der Infinitiv. Ich werde machen in der Zukunft und auf 2 muss wieder ein Modalverb und am Ende vorlegen, präsentieren. Möchte, muss, Modalverb und Futur. Jetzt zeigt ihr schon Nebensätze mit weil hier. Nebensätze mit weil, er zeigt Modalverben als Grammatik und er zeigt Futur 1. Das ist super. Ihre Erfahrungen, Experience. Ich habe vor 3 Jahren in meinem Heimatland an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen, ich habe alles vergessen. Ich diesen Kurs machte, war ich in der Prüfungsvorbereitung für meine Berufsausbildung und sehr gestresst. Ja, welche roten Wörter passen auf die roten Linien? Macht eventuell einmal das Video auf Stopp. Ich habe vor 3 Jahren in meinem Heimatland an einem Ersten-Hilfe-Kurs teilgenommen, aber ich habe alles vergessen. Wir haben jetzt hier Vergangenheit und zwar im Perfekt. Hilfsverb habe auf Position 2 und ganz am Ende von dem Verb teilnehmen. Das heißt mitmachen, das
Partizip 2 im Perfekt wird teilgenommen. Ja? Das GE, G für Perfekt, kommt, teilnehmen wird getrennt, kommt in die Mitte, ein unregelmäßiges Wort. Teilnehmen, mitmachen, teilgenommen. Das ist unser Hauptsatz im Perfekt. Jetzt kommt ein Komma und es geht mit einem zweiten Hauptsatz weiter mit aber. Gegenteil. Gegensatz. Ich habe leider alles vergessen. Vor Gott. Ja? Wieder perfekt. Habe vergessen. Weil wir hier Präfix ver haben, im Verb gibt es kein GE. Ich vergesse, vergessen, im Perfekt auch vergessen. Als ich diesen Kurs machte, und hier haben wir jetzt Präteritum. Das ist die zweite Möglichkeit, eine gleiche Vergangenheit, abgeschlossene, beendete Vergangenheit im Deutschen zu benennen. Perfekt oder Präteritum. Die Zeit ist die gleiche. Wenn wir aber etwas erzählen und berichten, benutzen wir beim Schreiben auch oft das Präteritum. Machte. Präteritum. Komma und wieder Präteritum. Von sein, ich bin, ich war. War ich in der Prüfungsvorbereitung? Wo war ich? Dativ, Wechselpräposition, um, immer die Vorbereitung und im Dativ dann der, in der Prüfungsvorbereitung. Für meine Berufsausbildung, für ist immer mit Akkusativ, die Ausbildung und sehr gestresst. Also das als benutzen wir für eine Situation in der Vergangenheit und das ist mit Nebensatz. Ne? Also das machte Verb am Ende vorm Komma. So, als und aber haben wir jetzt benutzt. Hattet ihr das richtig? Deutsche Grammatik ist ein bisschen schwierig, aber zusammen schaffen wir das. Ihr schafft das. Es geht weiter. Sie haben noch Fragen. Dauer und Termine des Kurses. Des Kurses. Der Kurs. Das ist ein Genitiv. Dauert der Kurs? Und beginnt er, starten, beginnen. Welche Wörter passen? Richtig. Wie lange dauert der Kurs? Eine Woche, zwei Wochen, zwei Tage, 10 Stunden. Wie lange? Und wann beginnt er? Wann? Welcher Termin? Montag, 8 Uhr. Samstag, 12. Dezember. Okay. Sie haben noch einige Fragen. Kosten, wie viel Geld? Könnten Sie mir bitte mitteilen, der Kurs kostet. Kann ich eine Ermäßigung bekommen? Ich zurzeit keine Arbeit habe.
Ich würde mich sehr freuen, Sie mir bald antworten könnten. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen, dein Vorname, dein Nachname. Überleg mal kurz, mach das Video vielleicht kurz auf Stopp. Jetzt fügen wir die Wörter zusammen ein. Könnten Sie mir bitte mitteilen, wie viel der Kurs kostet? Das ist eine Frage und eine sehr höfliche Frage. Wir sind sehr freundlich und benutzen hier deshalb den Konjunktiv 2. Wir fragen nicht nur, können Sie mir bitte mitteilen, sondern noch mit T. Könnten Sie mir bitte mitteilen? Das ist wieder ein Modalverb. Könnten, Frage auf 1, Modalverb. Infinitiv mitteilen am Ende. Dann kommt ein Nebensatz, ein Fragewort mit w, wie viel der Kurs kostet. Verb am Ende, der Kurs ist Subjekt, deswegen hier hinten ein T. Und wieder eine direkte Frage mit dem Modalverb können, kann auf Position 1. Kann ich eine Ermäßigung bekommen? Infinitiv am Ende. Eine Ermäßigung heißt, dass der Preis ein bisschen niedriger ist. Ja? Vielleicht nicht 20 Euro, sondern 15 Euro. Ja, warum? Aha, da wird wieder nach dem Grund gefragt. Und wir können statt des Wortes weil genauso gut gleich das Wort da benutzen. Da und weil. Das bedeutet also das Gleiche. Da ich zurzeit keine Arbeit habe. Wieder ein Nebensatz und das Verb ist am Ende. Dann könnt ihr in der Prüfung einmal variieren, abwechselnd in eurer E-Mail. Vielleicht einmal da und einmal weil, wenn ihr zweimal die Frage warum beantworten wollt. Ich würde mich sehr freuen. Hier haben wir wieder einen Konjunktiv. Hilfsverb für Konjunktiv würde. Ja? Eine Möglichkeit. Ich würde mich freuen. Wann würde ich mich freuen? Natürlich, wenn Sie mir bald antworten könnten. Das ist ein Nebensatz, wenn. Und wir haben wieder das höfliche Modalverb, die Möglichkeit, könnten mit T, können, könnten am Ende. Antworten ist immer mit Dativ. Also mir antworten. Vielen Dank. Und weil es eine offizielle E-Mail ist und wir geschrieben haben, sehr geehrter Herr Schmidt, schreiben wir auch jetzt offiziell mit freundlichen Grüßen mein Vornamen, mein Nachnamen, deinen Vornamen. Dein Nachnamen. So, das war die Grammatik und jetzt können wir die E-Mail fertig noch einmal zusammenlesen. An das Weiterbildungszentrum. Sehr geehrter Herr Schmidt, ich möchte gern einen Erste-Hilfe-Kurs machen, weil ich diesen für meinen Autoführerschein brauche. Ich werde bald beginnen, meinen Führerschein zu machen. Dafür muss ich ein Erste-Hilfe-Zertifikat vorlegen. Ich habe vor 3 Jahren in meinem Heimatland an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen,
Aber ich habe alles vergessen. Als ich diesen Kurs machte, war ich in der Prüfungsvorbereitung für meine Berufsausbildung und sehr gestresst. Wie lange dauert der Kurs und wann beginnt er? Könnten Sie mir bitte mitteilen, wie viel der Kurs kostet? Kann ich eine Ermäßigung bekommen, da ich zurzeit keine Arbeit habe? Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bald antworten könnten. Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. Das sind ungefähr 100 Wörter, ein bisschen mehr. Und so viel solltet ihr in der Prüfung dann auch ungefähr schreiben. Nicht viel weniger. Ja. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und vor allen Dingen auch geholfen. Guck dir auch anderen Videos zur Prüfungsvorbereitung von mir an. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Lern das Video nicht genauso auswendig, nicht by heart lernen, sondern du musst in der Prüfung alleine schreiben. Wenn alle die gleiche E-Mail schreiben, gibt es sonst 0 Punkte. Also Ideen sammeln, aber alleine formulieren. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.